Es sind die unerklärlichen Dinge, welche die Menschheit seit jeher faszinieren und für welche die Wissenschaft keine Erklärung hat. Scharlatane oder Spinner werden diejenigen verurteilt, die Erfahrungen mit Geistern, Außerirdischen sowie Zeitreisen erlebt haben. Da kommuniziert eine Intelligenz mit uns oder mehrere Intelligenzen. Wir steigen Energien auf und das kann man wirklich mit der Kamera festhalten. Wir haben ein paar Fotos davon. Wir haben nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt ein massives UFO-Problem. Wir erfassen nahezu jedes Luftfahrzeug in höheren Lufträumen. Nach kurzem Zögern hat er gesagt, ja, wir haben schon was am Radarschirm gehabt in dem Bereich. Also irgendwelche koboldartigen Wesen sollen da unten wohnen, die aber böse sind. Das sind keine guten Zwerge. Wahre Geschichten aus Österreich oder doch nur Mythen und Legenden? In Kritzendorf folgt Frau Magister Lukacs dem Hinweis eines angeblichen Eingangs in die Unterwelt. Könnte da noch weitergehen. Ah, da geht's runter. Jetzt habe ich's. So groß ist das Loch, wie mein Unterarm samt Hand lang ist. Aber drunter, da geht der Schacht noch weiter. Im Waldviertel befindet sich eine Pyramide, von der enorme Schwingungen ausgehen. Werden diese Kultplätze auch heute noch genutzt? Das ist eine extrem hohe Schwingung, die zum Beispiel unter Umständen imstande wäre, bei den Menschen halluzinative Situationen hervorzurufen. Wir sind da raufgeklettert in aller Ruhe, es wurde gerade dämmerig, die Sonne ging unter, wir befanden uns da oben. Wir hatten alle das Gefühl, als würde die Luft vibrieren und sind runtergestürmt. Wie panisch. Der Ingenieur Grünwald, ein ehemaliger Techniker aus Seibersdorf, ist mit einem Alien-Entführungsopfer befreundet. Seither versucht er, deren Technologie zu erforschen. Mehrfache Lichtgeschwindigkeit scheint Standard. Die mittelgroßen Raumgriffe haben 500-fache Lichtgeschwindigkeit. Ihr müsst in den Dimensionswechsel gehen und dann schaut alles ganz anders aus. Eure Physik muss wesentlich erweitert werden. Dann geht's dahin. Wo die Wissenschaft vor ungelösten Rätseln steht, beginnt die Arbeit der Menschen, die sich mit Leidenschaft auf die Spuren des Mysteriösen begeben. In der Naturwissenschaft muss etwas reproduzierbar sein. Das heißt, es darf nicht einmal, sondern es muss mehrmals funktionieren. Da nutzt das Jammern und Schreien der Wissenschaft überhaupt nicht, dass das kein gültiges wissenschaftliches Experiment ist. Ja. Das ist nicht unser Problem, das ist deren Problem. Magister Gabriela Lukacs seit Jahren den über unseren Globus verteilten und sehr mysteriösen Erdlöchern. Ihnen wird nachgesagt, dass sich böse Kobolde darin befinden sollen. Erst vor kurzem wurde ihr aus einer Quelle, die sie nicht nennen darf, ein angeblicher Eingang in die Unterwelt genannt. Diese Erdstelle haben verschiedene Kriterien, die uns Rätsel aufgeben. Und zwar sind sie so klein, dass ein normaler Mensch von heute gar nicht hinein kann. So 80 cm bis 1,20 hoch. Das heißt, da könnte man noch kriechend hinein, aber dann haben sie nur so 40 cm Durchschlupfe. Und dann haben sie nicht nur keinen Ausgang, sondern außerdem gibt es dann am Ende dieses Erdstalls meistens so Rundkammern, von denen auch kein Mensch weiß, wofür sie gedient haben. Und um das noch zu toppen, gibt es in diesen Rundkammern manchmal ganz niedrige Bänke, so 30 cm hoch. Also wofür soll das sein? Kein Mensch kann da sitzen, keiner kann hineinkriechen, keiner kann sich verstecken, hat auch keinen Sinn, Lebensmittel zu speichern oder Schätze. Und dann erhebt sich noch die Frage, na und wie ist das gegraben worden? Auch Österreich ist übersät von solchen Löchern. Im Waldviertel sind diese als sogenannte Schratzellöcher bekannt. Diese Schratzellöcher sollen also von den Kobolden gegraben worden sein. Daher diese kleinen Dimensionen, weil die Kobolde ja kleine Wesen sind. Ja, und warum die und zu welchem Zweck und wann ist völlig rätselhaft. Nördlich von Wien, in Kritzendorf, soll sich ebenfalls so ein Eingang in die Unterwelt befinden. Diese Informationen hat sie aus mehreren Quellen, die geheim bleiben möchten. Behauptet wird viel, doch diese Daten klingen für Frau Magister Lukacs vielversprechend. Es gibt also Dokumente, angebliche, die aber, wenn man sie dann im Archiv sucht, nicht auffindbar sind. Es gibt Pläne, wenn man sie sucht, sind sie nicht mehr da.
Mir liegen drei verschiedene Versionen von diesem Kataster vor. Also es ist alles dubios und es ist alles für mich im Moment undurchschaubar. Und natürlich würde ich mir das gerne vor Ort anschauen. Und jetzt habe ich mir diese Pläne, habe ich irgendwie deckungsgleich mit alten Plänen gemacht, mit alten Katastern. Nur ich weiß nicht, wie ich es drehen muss, denn die alten Pläne sind nicht genordet. Telefonisch hat sie nun Kontakt mit dem Heimatmuseum von Kritzendorf aufgenommen. Diese kennen teils versperrte Zugänge, die seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Sie hofft sich nun, dass einer dieser Zugänge zu ihren Informationen passt. Der Museumsleiter Dr. Raimund Hofbauer hat eine spannende Spur. Ja, es ist also aufgrund dessen relativ schwer. Ich weiß aber etwa, dass hier schon gemunkelt worden ist, dass es irgend so etwas gäbe. Obwohl niemand nichts Genaues weiß, wie es so schön heißt. Und das schaut irgendwie aus wie Löcher. Da sind aber noch eine ganze Reihe ganz kleine, ganz zarte Kreiseln auch zu sehen darauf. Ja, richtig, ja, das habe ich noch gar nicht. Ja, das sehe ich auch jetzt eigentlich unter dem Licht hier erst so richtig. Viele Fragezeichen, ein durchgestrichener Siebener. Das könnten irgendwelche Gänge sein. Die dünnen Striche könnten Verbindungen sein, die vielleicht gar nicht irgendwie physisch existieren. Ich weiß, dass also bei solchen Erdstellen sehr oft also Beziehungen dargestellt werden, die gar nicht physisch sind, sondern nur imaginär. Vielleicht, aber der Doppelstrich heißt sicher was anderes. Also das könnte eine echte Beziehung sein. In Wien lebt Ingenieur Grünwald. Der ehemalige Sicherheitsingenieur aus dem Atomforschungszentrum Seibersdorf arbeitet an einer außerirdischen Technologie. Dem Antrieb eines mit über Lichtgeschwindigkeit fliegenden Raumschiffs. Die Informationen dafür hat er persönlich von einem deutschen Jungen. Am 23. Juli 1957, da hat ein 15-Jähriger, der dort in einem Agrarinstitutbetrieb tätig war, der dort Kühe gehütet, und der hat plötzlich bemerkt, dass diskusförmige Gebilde in der Nähe schweben und es begegnen ihm zwei menschenähnliche Wesen in silbernen Anzügen zwischen 1,90 Meter und 2,30 Meter und haben ihn gefragt, ob er Mut genug hätte, 3 Tage mit ihnen wegzufliegen. Und er hat gesagt, ja, eigentlich warum nicht, aber er möchte auf jeden Fall wieder zurückkommen. Der junge Mann namens Martin Wiesengrün hat 43 Jahre lang sein Erlebnis aus Angst verfolgen für sich behalten. Nun hat er sein Schweigen gebrochen. Und ca. 150 Kilometer von diesem diskusförmigen Raumschiff ist ein anderes Raumschiff gekommen mit Durchmesser, was länger 600 Meter, Durchmesser 500 Meter. Und jetzt kommt das Unglaubliche, er ist dort hinüber gebeamt worden. Das heißt, er war bewusstlos, sagt er, und bei diesem riesen Raumschiff waren an die 300 Wesen von verschiedenen Planeten, und da war einer Gruppe ist er zugeordnet worden, die haben sich speziell nur damit beschäftigt, mit dem Erkenntnis über intelligente Wesen. Der Ingenieur Grünwald geht seit Jahren sämtlichen Aussagen von Herrn Wiesengrün ganz genau nach und hat aktenweise Unterlagen zu Hause. Das hier ist das Emblem, das die Leute getragen haben. Ich habe nämlich einen Astronomen gefragt, ob er mit dieser Sternenfiguration was anfangen kann, was er leider verneint hat. Aber für mich bedeutend war, in dem Kommandoraum, wo er war, waren 2 Türen und eine und beide hatten dieses Zeichen hier. Und das Interessante ist, das ist bitte das internationale Radioaktivitätszeichen, dass wir überall auf der ganzen Welt für radioaktive Stoffe verwenden. Und das scheint sozusagen wie ein rotierender Magnet. Weil er gesagt hat, also die haben diese Fusionsantriebe und in die Nähe von der Tür durfte er nicht kommen. Ich kenne das von Seibersdorf, weil wir haben etliche Leute gehabt, die verstrahlt waren. Ich meine, bei Experimenten etc., da kenne ich mich recht gut aus. Wie? Ihr habt in Seibersdorf verstrahlte Leute bei Experimenten gehabt? Ja, ich habe 48 Jahre Betriebsgruppe Reaktor und war dann einer der 5 Schichtleiter. Und wir haben zig Experimente gemacht mit hochradioaktiven Stoffen, mit Bestrahlungen für ganz Österreich und für die medizinischen Produkte. Und damit, ich kenne mich recht gut aus, was betrifft Strahlung, Gefährdung und so weiter. Und was mich interessant war, für mich, 3 von den Leuten, die in der Kommandogruppe waren, haben mitgeteilt, dass sie aus dem Aldebaran-System kommen. Und das Aldebaran-System ist im Sternzeichen Stier.
Und interessant ist noch eines, warte mal, ich habe es hier, 59 Lichtjahre von uns entfernt. Das ist ein weiter Weg. Überhaupt nicht. Denen ihre die mittelgroßen Schiffe haben 500-fache Lichtgeschwindigkeit. Die springen rüber. Viele der Geschichten von UFO-Entführungsopfern werden belächelt und für Humbug gehalten. Parapsychologe Professor Mulatsch hat dazu eine eigene These. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. In der innerpsychischen Welt der UFO-Gläubigen, die schaut also anders aus. Da gibt es eben die extraterrestrischen Besucher oder was. Und bei den Spiritisten gibt es also in dieser innerpsychischen Welt nur die Geister. Und bei den Hardcore-Materialisten gibt es also da nur viele Leute, die abergläubisch sind und an Blödsinn glauben. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Man kann nicht sagen, welche wahr ist, oder? Habe ich bis jetzt jedes Wort wahr in den Mund genommen? Nein. Natürlich kann man es nicht sagen. Und ja, das ist, was die Physiker einfach nicht verstehen. Die haben gesagt, das gibt es nicht und damit aus, Ende. Ich habe zwar alles erzählt, aber es war sinnlos für sie. Was 500-fache Lichtgeschwindigkeit ist so. Ja, sagt er ja. Ihr kommt es drauf, hat er gesagt, aber es wird noch eine Weile dauern. Eure Physik, hat er gesagt, ist gut. Sie gilt für die dritte Dimension. Ihr müsst in den Dimensionswechsel gehen und dann schaut alles ganz anders aus. Eure Physik muss wesentlich erweitert werden, dann geht's dahin, hat er gesagt. Im Waldviertel arbeitet Ingenieur Peter Handel. Laut ihm steht die Menschheit vor einem totalen Umbruch. Er hat seine Informationen über unsere Entwicklung auch durch die Arbeit als Geomant und Wünschelrutengeher gesammelt. Besonders hat es ihm ein Kraftort, der Platz des Skorpions, angetan. Der Platz des Skorpions handelt es sich um eine Konfiguration von mehreren Kraftorten. Und da kann man natürlich von Haus aus keineswegs davon ausgehen, dass die immer in gleicher Art und Weise ihre Qualitäten behalten und ihre Stärken von Energiestärken behalten. Und so schaut man sich als Geomant von Zeit zu Zeit immer wieder diese Plätze an. Man baut auch natürlich über die Zeit hinweg persönliche Beziehungen zu den verschiedenen Plätzen auf. Und es sind auf der einen Seite Plätze, die den Menschen gut tun, auf der anderen Seite kommt man hier auch natürlich schon mit Phänomenen in Kontakt. Und Phänomene? Ja, es sind halt Phänomene, dass verschiedene Menschen halt an verschiedenen Orten dann der Meinung sind, auf etwas gespürt zu haben, was sie in ihrem Innersten berührt. Leider fehlen uns noch immer die Messgeräte, um das auch so erfassen zu können. Die Erde soll laut ihm ein pulsierender Organismus sein. Und wie bei Menschen ist er durchzogen von Chakralinien, den sogenannten Leylines. Wenn wir von solchen Energielinien sprechen, von den sogenannten Leylines, das sind energieführende Linien, die sich einfach durch die Landschaft ziehen und deren Ursprung wir einfach nicht kennen, woher die sind. Es dürfte aber so sein, dass dieser Körper Erde halt auch ein eigenes, eigenständiges Energienetz besitzt und dass man diese sogenannten Orte der Kraft und diese Kraftpunkte möglicherweise auch als sogenannte Akupunkturpunkte auf diesem Körper bezeichnen könnte. Und ich glaube, der Versuch heute, sie zu deuten, wird erst in der Zukunft irgendwann eine Antwort bringen. Der Ingenieur Handel hofft, dass seine Forschungen dazu einen Beitrag leisten können. Gemeinsam mit ihm machen wir uns auf den Weg zu den Kraftplätzen des Skorpions, um seine Aufzeichnungen zu präzisieren. Manche dieser Kraftlinien sind laut ihm nicht auf natürliche Weise entstanden, sondern künstlich. Ein Wissen, das in Vergessenheit geraten ist. Ich bin da jetzt auf einer Energielinie und diese Energielinie ist eine nicht von der Natur geprägte, sondern tatsächlich von scheinbar menschlicher Hand hergestellt. Wir haben da hinten haben wir einen sehr starken Kraftpunkt, das ist der Energiestein innerhalb des Skorpions. Und dem Baum, wo ich daher kam, da ist unten drin ein Stein vergraben, der ganz eine bestimmte Strahlung hat. Und es hat sich zwischen diesem Stein und diesem Energieort dort hat sich eine Energielinie herausgebildet. Wir haben auf der einen Seite ganz natürlich entstandene Kraftorte, wie zum Beispiel so hier, aber auch der Mensch ist imstande, selbst solche Energielinien und Energiepunkte zu initiieren. Sie werden heute keine Kirche finden, die nicht auf einem
Punkt steht, auf einem Energiepunkt steht. Und ich gehe jetzt auf dieser Linie weiter. Muss ich mir jetzt nur suchen. Wenn das Pendel dann sofort beginnt, nach rechts auszuschlagen, dann bin ich wieder auf der Linie drauf. Da. Und zum, jetzt als Gegenversuch sofort, hier ist die Energielinie zu Ende. Und Sie finden hier an diesem Stein ist ein ganz wesentliches Merkmal, nämlich wo diese Energielinie ankommt. Genau hier. Frau Magister Lukacs hat den Hinweis bekommen, dass es in Kritzendorf bei Wien einen Eingang in die Unterwelt geben soll. Nun bekommt sie den Standort eines seit Jahren verschlossenen Erdlochs, von dem niemand die Bedeutung kennt. Ja, Sie meinen also, wir müssten da in den Wald hinaufgehen? Ja, also in dieses Gelände, wo in der Mitte der Weingarten ist und rundherum Wiesen sind. Da befindet sich das. Da oben der Wald ist ja erst das Graue. Aha. Also dort müssen Sie da eigentlich nicht hinaus. Und sind da heute noch Weingärten? Nein, das sind Wiesen jetzt. Mhm. Das sind Wiesen bzw. eingezäunte kleine Waldstücke da drüben, das zum Beispiel. Also ich vermute sehr stark, da ist übrigens dann auch noch ein Hügel oben, von dem wir auch schon einmal gedacht haben, dass das vielleicht irgendeine künstliche Erhebung ist, weil der mitten auf einem Abhang sich so ein Hügel erhebt. Dann werden wir uns dort hinaufbegeben, wenn wir schauen, was wir sehen, was wir finden. Danke vielmals für Ihre Auskunft. Gerne. Frau Magister Lukacs ist sich sicher, dass die Spur wert ist, ihr weiter nachzugehen. Ihr Forschungspartner und Höhlenführer Peter Huber hat bereits alles vorbereitet. Hast du das Equipment mit? Ja, alles. Also ich habe ein bisschen so die... Helm? Ja, alles. Seil? Alles, Gabi, Gurt, alles. Stieß, Sicherheitsgurt, alles, da, alles und Mögliche. Und die Lampen. Ja, ist total spannend, weil man nicht weiß, was uns erwartet. Ob wir es überhaupt finden, ob wir irgendetwas finden. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal heranpirschen. Vor der Engstelle, glaube ich, müsste man rechts hinauffahren. Also jetzt links hinein. Jetzt wird es rumpelig. Ja, jetzt sind wir schon in der Wald- und Wiesenzone. Das schaut hier schon, weil weiter können wir nicht mehr fahren. Vielleicht bleibst du hier stehen. Nicht unweit von hier soll sich das angebliche Erdloch befinden. Die Straße endet. Frau Lukacs ist verunsichert. Wir müssten jetzt eigentlich hier stehen und müssten hier... Wir müssten da hinauf zur Wiese einmal. Irgendwo, ja, schau mal, der alte Plan, den, ob wir den irgendwie deckungsgleich kriegen. Gabi, was ist das Problem oder was ist jetzt die Sorge? Die Abzweigung. Ja, das wird da hinauf sein. Das lass ist ja mal am Plan nicht eingezeichnet, ob das Wald ist oder asphaltiert ist. Na, ich schau mal. Die eingezeichnete Gabelung scheint zu passen. Und Herr Huber prüft die angrenzenden Flächen, während Frau Lukacs sich bereit macht. Gabi? Hast du was gefunden? Ja, oben sind Wiesen. Jetzt schauen wir mal hinauf. Also, nach meinem Plan müsste es, weil diese Gasse ist schon im 17. Jahrhundert auf den alten Plänen drauf. Also die muss, es muss hier sein. Na, jetzt schauen wir mal drauf. Warum wird der Informant nicht genannt werden? Oder was ist, was ist? Naja, die Leute hier möchten einfach nicht, dass dann ungebetene Gäste kommen, dass dann zerstört wird, weil die Leute zerstören alles, egal wie, ob das jetzt was Historisches ist oder nicht. Und darum möchte der nicht genannt werden. Na schau. Ah ja? Na schau. Aha, so, ja, da sind wir schon. Du schau, da ist oben. Schau, da ist eine Senke. Schau, wo? Da, schau. Merkst du es? Eigentlich. Ja, schau. Sehe ich. Kommt mir vor. Aha. Herr Huber ist begeistert. Auf der Wiese zeichnet sich eine Absenkung ab. Der Höhlenführer erkennt das sofort als Hinweis. Was bedeutet das, eine Senke ist? Naja, hier ist das Erdreich ein bisschen kuhlenartig zusammengesackt. Also möglicherweise war da ein Hohlraum drunter und ist, du hast recht. Ist nachgesunken. Du hast recht. Ja, ich bin hier ungefähr knietief unter dem Punkt auf gleicher Breite da drüben. Du hast aber recht, es ist sogar kreisrund. Und, was meinst du, was könnten wir hier...
Was können wir tun? Nachdem es keine Karstoline sein kann, aha, wirklich, ist möglicherweise ein Keller oder ein Erdstall. Aha. Gleich bei Wahre Geschichten aus Österreich. Frau Lukacs findet tatsächlich das gesuchte Erdloch, doch der Zugang ist versperrt und sie brechen ihn auf. Ich weiß das von anderen Ländern, dass unterirdische Gänge dreifach, doppelt, dreifach, vierfach gesichert wurden, nur um das Böse zu bannen. Und Ingenieur Grünwald hat über seinen Freund von den außerirdischen Informationen erhalten, die unser Weltbild auf den Kopf stellen. Wir haben jetzt Informationen, dass wir hohe geistige Wesen haben im Aldebaran-System, im Sirius-System. Und ich habe auch Informationen von drüben, wo die sagen, sie sind zwischen 10 und 60 Lichtjahren von uns entfernt.